Ja, grüß euch miteinander in Gamitz, mitten in den Weinbergen. Heute mit drei Winzerkollegen eine Lagenweinverkostung. Und da wollen wir jetzt von ganz vorne anfangen, von der Geschichte her. Eine kleine Einleitung vielleicht von der Kadel. Wie war das früher mit den Lagen und warum? Was ist Lager? Was heißt das? Also wir in der Südsteiermark haben ja ganz spezielle Bedingungen. Jeder Weingarten hat einen unterschiedlichen Bodentyp, unterschiedliches Kleinklima. Und das macht eine Lage aus, dass wir diese Unterschiede, die der Boden, das Mikroklima mit sich bringt, in unserem Wein transportieren können. Und da hat die Südsteiermark, bietet da wirklich ein grandioses Spielfeld für Winzer, denn es gibt kaum eine Region, die so eine Vielseitigkeit und so viele Facetten in sich vereint. Also wenn man einen Blick zurückwirft, früher war ja die gesamte Region mit dem Urmeer bedeckt. Und aus dieser Zeit gibt es Muscheln, Fossilien, Kalkböden, die sich angelagert haben da in diesem Urmeer. Und aus dieser alten Zeit stammen auch noch teilweise diese fossilen Böden, die wirklich auf dem Muschelkalk basieren. Und dann durch die Hebung der Alpen ist sehr viel tertiäres Material in den Raum gekommen. Flüsse haben sich in die Landschaft geschnitten, haben diese hügeligen, sanften Bergformationen herausgeformt und haben Sande und Schotter in die Region gebracht. Die Schichten haben sich teilweise überlagert und jetzt haben wir das große Glück, dass wir auf einem Hügel stehen können, auf einem Weinberg, unter uns vielleicht ein Schotterboden und der Hügel dahinter hat schon einen sandigen Boden und noch zwei Hügel weiter haben wir einen Muschelkalkboden. Also du meinst, jede Lage für sich ist einzigartig? Jede Lage für sich ist einzigartig und als Winzer schaut man, dass man das nützt. Das haben schon eigentlich unsere Vorfahren gemacht, die haben sich auch genau überlegt, welche Rebsorte sie wo pflanzen. Das liegt ja auch daran, dass wir in der Südsteiermark diese Sortenvielfalt haben, weil unterschiedliche Rebsorten zu unterschiedlichen Böden besser oder auch schlechter passen. Da haben wir ja ein Genie, oder? Da haben wir einen... Der Wille wird uns da näher was erklären können, das ist ja der Jüngste von uns. Ja, es war ja so, dass eben schon in der Monarchie diese Region eine der bedeutendsten Weinbauregionen der Monarchie war und dass die damaligen Weinbauern oder Winzer hier die allerbesten Lagen schon benannt haben und sehr viele auch heute berühmte Lagen damals schon sehr berühmt waren. Das ist dann inzwischen verloren gegangen zwischen den zwei Weltkriegen und vor rund 30 Jahren oder etwas mehr als 30 Jahren waren einige Kollegen, da war ich auch schon dabei, haben sich intensiv wieder mit diesem Thema beschäftigt und haben diese alten Lagen, diese alten Traditionen wieder aufleben lassen und wir haben uns intensiv auseinandergesetzt, welche Lage mit welcher Sorte bringt welche Ergebnisse. Und es ist eine permanente Entwicklung, in der wir jetzt drinnen stecken und ich glaube, wir sind auch sehr, sehr weit vorangeschritten schon, aber haben trotzdem noch ein Riesenpotenzial vor uns und das macht das Ganze spannend. Also in Zukunft, glaube ich, und auch jetzt schon, sind sehr viele sehr bekannte Lagen aus der Steiermark. Die werden international vermarktet, sind sehr berühmt inzwischen. Und ich glaube, dieses Wechselspiel zwischen Klima, Boden und Winzer ist das, das die Lagen besonders in der Steiermark prägt. Das liegt auch sehr in der Struktur der Gegend. Wir sind ja klein strukturiert. Wir haben ja, glaube ich, statistisch noch immer ungefähr ein bisschen über 1 Hektar pro Betrieb Weingartenfläche und jede Gegend, was sehr klein strukturiert ist, hat immer einen sehr großen Zusammenhalt gehabt. Wobei, ich sage immer ganz gern, wo Wein angebaut wird, in dieser Gegend sind die Leute schon viel offener, viel zugänglicher und ich glaube, dass die Südsteiermark da noch einmal ganz einen eigenen Part hat. Das hat mir jemand erklärt, so unter dem Wildonerberg, die Südsteiermark, die sind ganz früher sind da sehr viele Künstler da gewesen, das war immer eine sehr offene, sehr zugängliche Gegend und die Weinbauern selber, glaube ich, sonst kann man in 30 Jahren nicht so eine Erfolgsgeschichte hinlegen, was die Südsteiermark gemacht hat mit den verschiedenen Kollegen und Winzern. Und das ist, sieht man auch bei den Gästen. Wir haben ja auch einen Weintourismus, kann man sagen, mittlerweile mit aufgebaut die letzten 20 Jahre. Das heißt, man kommt hierher zum Wein trinken, zum Winzer kennenlernen, direkt am Hof die Weine auch zu kaufen. Und das ist einer der größten Stärken, was man leider nicht überall findet oder eigentlich fast in den wenigsten Weinbaugebieten findet.
Ich glaube, das ist ja auch unser gemeinsames Ziel, dass wir die Region, die Südsteiermark, über die Grenzen hinaus bekannt machen. Das schafft man nicht als Einzelkämpfer, sondern das schafft man nur alle gemeinsam, indem wir alle tolle Weine machen, individuelle Weine, die unsere Herkunft, die Charakteristik der Region widerspiegeln. Und so können wir uns auch alle gemeinsam dann, vor allem auch international, als Weinregion etablieren. Jetzt haben wir da einen hervorragenden Sauvignon Blanc aus der Lage Vellas. Ist das eine Großlage oder ist das eine Lage? Was zeichnet den Wein jetzt aus? Also Vellas ist eine relativ kleine Lage, hat knappe 5 Hektar. Liegt auf 500 Meter Seehöhe, dreht von der Ausrichtung her nach Osten. Das hat den Vorteil, dass sich früh morgens der Weingarten früher erwärmt und falls noch Morgentau da ist, dieser rasch auftrocknet. Das heißt, wir haben immer eine hohe Gesundhaltung der Trauben auf dieser Lage. Es geht dort auch permanenter Wind, auch das sorgt dafür, dass die Trauben gesund gehalten werden und wir lesen auf dieser Lage immer relativ spät und immer sehr würzig aromatische Trauben, die dann mit dem entsprechenden Ausbau im Keller einen tollen, charaktervollen Wein, der sehr langlebig ist, hervorbringt. Und vor allem das ist auch, was das Klima betrifft, wie du das richtig angesprochen hast. Wir sind wirklich eines der regenreichsten Gebiete in Europa und das ist lange, glaube ich, haben wir nicht unsere Stärken, glaube ich, drinnen gesehen, das, was wir jetzt absolut wissen, dass neben dem fürs Auge, was so schön ist, das heißt, es ist das ganzjährige Grün, es gibt wenige Gegenden, vor allem noch südlicher, wo man so eine ganzjährige Grünheit der ganzen Landschaft vorfindet, wenn man als Gast da herkommt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die Herausforderung, aber mit diesen sehr warmen Tagen, mit den sehr kühlen Nächten, was wir jetzt ja schon vorfinden, findet ganz eine eigene Komplexität, findet man da im Wein wieder. Es ist die Entwicklung eine andere, die Fruchtentwicklung eine andere und das ist unsere eigentlich absolute Stärke. Und das, du meinst jetzt die Reife selbst, ne? Die Reife selbst, wo man dann, genau, für den Rebstock selber, wo man dann einfach, wenn man die Weine dann kostet, einfach eine Art von Frucht mit Komplexität am Gaumen vorfindet, was man sonst in sehr wenigen Regionen ähnlichen Breitengrades oder so, wenn man das so vergleichen möchte, findet. Und das ist, glaube ich, absolut unsere Stärke, was die Steiermark hat immer, transportiert immer mehr Frucht, immer mehr tiefere Frucht und es ist sicher in Gesamtheit, wo man sagt, Terroir, aber das ist ein Bad, jetzt die Vegetation, was man unter dem Jahr vorfindet, eine Besonderheit. Dann sind wir schon bei dem Begriff Terroir oder Lage. Das ist so für mich die Krönung des Weinbaus. Wenn man neben diesen typischen, gebietstypischen Weinen, die wir hier produzieren, zweifelsohne ist die Südsteiermark sehr eigenständig, wie schon gesagt, gibt es dann noch die hohe Schule, dass man eine Lage leben lässt, dass man eine Lage sich entwickeln lässt. Terroir ist eben aus dem heraus das Zusammenspiel zwischen Mensch, der Mensch, der die Natur versteht, der mit der Natur lebt, versucht mit der Natur mitzugehen und dem Potenzial des Bodens und des Klimas. Und wo es guten Wein gibt, gibt es auch immer sehr gute Kulinarik und das bietet ja auch die Südsteiermark. Und was natürlich noch einzigartig ist für die Region, ist die schöne Landschaft. Wir haben eine Geschichte von über 400 Buschenschenken in der ganzen Südsteiermark. Das ist auch einzigartig. Es ist ein Kulturgut in der Gegend, was unbedingt dazugehört. Und die hat es früher schon gegeben und mit der Gastronomie, was die letzten 20, 30 Jahre da entstanden ist, sind wir wirklich, glaube ich, kulinarisch in einer absolut, es gibt fast keine Bedürfnisse, was da nicht gedeckt werden, wenn man jetzt gut essen gehen will oder einfach essen gehen will oder einfach nur irgendwo eine Brotzeit machen will. Billy hat natürlich auch sehr viel Erfahrung, was den Kranachberg betrifft, hat es vielleicht sogar als einer der ersten entdeckt, was für Potenzial da schlummert und ganz gern. Ich habe einen Elfer mitgebracht, also ein bisschen als Vergleich. Das ist heute noch gar nicht vielleicht so rauskommen aus unserem Gespräch, dass ja in Verbindung mit der Lage noch etwas sehr wichtig ist, dass man den Jahrgang leben lässt. 11 zum Beispiel war ein sehr warmer Jahrgang, ein sehr kräftiger Jahrgang. Und da werden wir nicht irgendwie versuchen, jetzt das Frühjahr zu lesen, nach den Ideen vielleicht ein bisschen weniger Alkohol zu haben, sondern genau in diesen Jahren lassen wir die Trauben auch maximal hängen, ausreifen, um das Bild des Jahrganges einzufangen. Und wenn wir den Wein jetzt probieren, dann kann man die Wärme des Jahrgangs ganz gut nachvollziehen. Da sind dann wieder ganz andere Komponenten drinnen und wer sich wirklich mit Lagenwein beschäftigt, der wird das erkennen.
dass das noch einmal ein zusätzlicher spannender Bogen ist, neben den Lagen, noch einmal diese Jahrgangsunterschiede. Also das wird dadurch dreidimensional. Ich habe auf der einen Seite die Lagen und dann habe ich noch einmal die Tiefe über die Jahrgänge. Hannes, ich weiß, du hast dich viel damit beschäftigt, ob man einen Bodentyp auch in einem Wein rausschmecken kann. Also jetzt zum Beispiel ist Welles und Kranachberg, beide Schotterkonglomerat, ist kalkfrei. Hast du da Ähnlichkeiten in der Weintypizität? Es ist, glaube ich, ganz interessant jetzt schon, nicht? Zweimal Kranachberg, komplett zweimal anderer Kopf vom Winzer, anderes Gedankengut vom Ausbau her. Und ich glaube, dass natürlich es mischt sich jetzt der Kranachberg, also wenn man mit seinen Schotterböden, mit dem sandigen Sachen, dann geht es mehr Richtung Sernerberg, wo ein bisschen mehr Sand wieder dazukommt, wo Welles eher Richtung Kranachberg liegt. Es ist auf alle Fälle, kann man das einen roten Faden finden. Man hat es vielleicht, es ist natürlich immer wichtig, dass es eine Dichte an Weinen zu verkosten gibt, weil der Mensch kann einfach nur, wenn zwei Gläser nebeneinander sind, entscheiden, was ist jetzt ähnlich oder wie weit ist was ähnlich. Es ist absolut, wenn man das blind kostet, glaube ich, kann man durchaus, wenn man jetzt gar nicht nur den Boden beschreibt, gar nicht die Sorte und so weiter, glaube ich, dass man absolut in Richtung Schotterböden, in Richtung Konglomeratböden, ob Welles oder Kranachberg, in diese Schiene jetzt macht. Ich erzähle das irrsinnig gern den Leuten, fast, wie man das am Gaumen schmecken kann am Boden. Nicht? Da sage ich schon, nimm einen Schotter in die Hand, das rieselt so durch die Finger. Nimm einen Lehmboden in die Hand, der sitzt drinnen schwer. Und genauso ist das Empfinden am Gaumen. Es ist der Schotter für mich immer körnig, die Säure ist körnig, ist ein knochiger Wein, es ist kein Bodybuilder von dem her, ein Lehm, was vielleicht das andere Gegenteil wäre, sitzt total schwer drinnen, also und genau so hat man es auch vielleicht am Gaumen. Nicht? Mhm. Und so soll es auch sein, dass jeder Boden zur Geltung kommt und jeder Boden einfach im Glas verkostbar ist. Mhm. Und was man auch sagen muss, die ganzen Lagenweine sind auch ideale Speisenbegleiter. Das sind für mich absolute Ersatzrotweine. Also ich habe sehr viele Menüs, oder die meisten Menüs, wenn ich ein Landes mache, zu jedem Hauptgang, egal wie intensiv reduziert die Soßen sind oder wo jeder sagt, da geht nur mehr Rotwein, kann ich mit jedem Lagenwein kann ich dort einsetzen und es ist ein idealer Speisenbegleiter und kann an und für sich ein komplettes Abendessen nur mit Weißweinen begleiten. Man geht dann ein bisschen in die Tiefe der Jahrgänge oder von den Lagen. Ja, man muss ja sagen, dass der Weißwein, glaube ich, das Ganze anders verkörpert, das Essen. Genau. Ne? Erhebt das eher auf. Ne? Und generell, also für mich beginnen jetzt. Da mal, glauben viele Weißwein lagern, ob das überhaupt möglich ist, hört man immer wieder die Fragen, nicht? Ist absolut möglich und Weißwein zu, wo eigentlich Rotwein dazu getrunken wird, im klassischen Fall jetzt zu Fleischsachen, dunkles Fleisch oder so, absolut. Es geht Weißwein, hat die gleiche, es gibt auch Weißwein, was man alt trinken sollte, Weißwein, was man jung trinken sollte, und so gibt es auch das bei Rotwein. Es gibt Rotweine, die was man jünger trinken sollte und Rotweine, was man älter trinken sollte und deswegen sind das ideale Speisenbegleiter, die kann man dekantieren, die kann man in größeren, also in Rotweingläsern trinken, man kann es wärmer trinken, man muss es nicht so kühl trinken, die Lagenweine. Und das ist, glaube ich, ganz ein großer Punkt, weil ich glaube, dass sehr viele, und ich ertappe mich selber immer dabei, immer mehr dabei, immer mehr Weine zum Essen dazu trinken. Ins Glas bringen. Danke. Ich glaube, das war ja schon ein sehr würdiger Abschluss. Danke, Kattel. Ja. Danke, Hannes. Danke, Willi. Ich kann nur sagen, ich glaube, wir haben heute wieder alle was dazu erklärt, so wie jedes Mal, wenn wir zusammensitzen. Und sag danke. Und wir haben sehr gute Weine getrunken. Und ja, abgesehen davon. Vom herrlichen Wetter und einer meiner Lieblingslagen in der Südstadt in Gamlitz. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Danke.